Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, wir waren hier auf Antigua stehen geblieben, wo wir uns ja mit ein paar Leuten, glaube ich, unterhalten hatten, ja. Mit wem haben wir uns denn alles unterhalten? Doch, mit dem Kerl hier haben wir uns unterhalten. Wer seid ihr? Pirat, Pirat. Gut. Nachts sind alle Katzen grau. Was? Ja, genau. Genau. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Hier waren wir, glaube ich, auch, oder? Ja, Kiste leer, doch, einer hier waren wir. Noch. Dann will ich hier wieder runter. Ach, verdammt. Gut, dann waren wir hier in diesem Gebäude schon. Haben wir mit dem Kerl hier vorne denn schon geredet? Hä? Ah doch, mit dem Schmied habe ich auch geredet. Das weiß ich auch noch. Waren ja jetzt erst wieder ein paar Tage Pause. Das heißt ein paar Tage, zwei. ich mit dem Spielen halt noch länger. Da, den meinte ich. Haben wir mit dem gesprochen? Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Ich bin noch nicht... Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Oh Gott, sehr gesprächig. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Du kannst auch ungemütlich werden? Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Eine Frage wie diese? Du schreist nach Schmerzen? Du sollst sie kriegen. Mach schon! Mach schon! Ich hab's befürchtet. Verdammt. Ah, der Dialog war aber köstlich. Ah. Naja, lassen wir den armen Mann in Ruhe. Der scheint ja nicht großartig viel zu sagen zu haben. Ne? So. Wenn du... Ei. Wenn er... Du... Wenn sie... Und jetzt... Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Natürlich. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Nein. Ich geb dir kein Geld. Versäufst das doch eh nur. Ach, hier sitzen auch noch welche. Groß ist die Macht des Meeres. Pirat, Pirat, ihr habt nichts zu sagen. Was, wer bist du? Im Becher erlaufen mehr Leute als im Meer. Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Doch, und ich habe viel Gold und Frauen erbeutet, die in meiner Kajüte auf mich warten. Echt jetzt? Nein, du Pfeife. Du glaubst auch alles, oder? Ich hab gar nichts geglaubt. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. So, so. Aber sonst geht's dir gut, ja? Du redest von Captain Slane? Natürlich. Von wem sonst? Captain Slane ist der schlaueste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so.
Was ist denn das Wertvollste, das Lane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch, natürlich. Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Oh Gott. Jott und Vater. Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht. Der Kerl wird uns nichts sagen. Ich bin ja nicht blöd. Ja, kaufst auch beim Mediamarkt ein, ne? Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch willst. Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Er und Slane haben einen alten Deal. Alvarez hat uns mal ausgerüstet und wollte als Gegenleistung den Dolch. Alvarez pocht jetzt auf seinen Deal und glaubt einfach nicht, dass der Dolch nicht hier ist. Und, ist er hier? Nein, Mann, sonst würde Slane ihn doch rausrücken, oder? Ich frag ja nur. Okay, nee, von dem erfahren wir nicht mehr. Hier war doch noch irgendeiner da. Wer solche Freunde hat, Hey, ho! Was? Ach so. Hey, ho, Captain! Und? Schmeckt der Rum? Der Rum ist gut. Spencers Zeug ist das Beste, was du für Gold kriegen kannst. Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Ich? Nein. Ich habe schon einen. Na ja. Und? Ist er gut? Ich denke, sie macht ihren Job ganz gut. Ha, das sagst du doch bloß, weil ich direkt neben dir stehe, oder? Sie? Meine Frau? Beim Donnerhagel! Jetzt stehlen auch schon die Weiber meine Heuer. Willst du nicht lieber einen anständigen Kerl deinen Kahn lenken lassen? Gleich gebe ich dir eins auf die Fresse. Patty. Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Netter Versuch. Na schön, wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Der Steuermann. Was soll ich denn mit dem Steuermann machen? Okay. Okay. Puh, oh Gott und Vater, was wir da alles machen müssen, nur für den Scheiß. Naja. Besorge Nachschub aus Takarigua, ich glaube, das mache ich als nächstes. Ich bin frei. Verlasse dich auf jeden Fall. Fahren wir mal nach Takarigua und machen das erst. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt. Hachi. Ich war jetzt gerade zu faul, das Mikro stumm zu schalten. Das bleibt alles drin. Ne, wir fahren jetzt erst nach Takarigua und gucken, ob wir mit Boost das schon mal regeln können. Tante! Da muss ich erst oben mit der sein. Es ruckelt. Ah. Warten, warten. Und es läuft wieder. So, Tante, fahr. Das können wir überspringen. Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel, es ist dunkel. Mal gucken, ob Buß über... Oh, nee, wer der pennt jetzt, Kollege? Dann kriege ich aber Sprühstuhl.
Gut, er hier ist noch wach. Guter Mann. Buhus. Ah, guck mal, ich wollte auch sagen, wer macht denn seine Kneipe nachts zu? Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Okay, bring ihn drum nach Antigua. Mach ich. Haben wir wenigstens etwas geschafft heute. Ja, ja. Ich glaube, dann reden wir auch erstmal noch mit den anderen Leuten wieder. Weil jetzt wenn ich mich jetzt schon auch zu den ganzen Quests aufmache, ist ja auch blöd. Wenn, dann sammle ich erstmal. Antigua. Ganz schön kleine Insel. Im Vergleich zu Takarigua. It's raining, man! Halleluja, it's raining, man! Boah, ich kann nicht singen. Vor allem, ich höre mich selber nicht, weil ich mein Headset so dick am Kopf sitzen habe. Das ist ekelhaft. Ach, warum überspringe ich das eigentlich nicht? So. Nehme ich dich mit, oder... Ja, nee, ich nehme Venturo mit. Komm mit. Wird gemacht. So. Reden wir mal mit Spencer. Dann haben wir uns ja schon mal bei einem hier beliebt gemacht. Wie groß ist das Ganze hier eigentlich? Ach, du Heiligblechle. Ist ja doch schon einiges. Na, der ist ja... Junge, ich... Wenn dir langweilig ist, geh in die Kneipe und nicht mir auf die Nerven. So, dass der uns nicht sauer wird. So, Kollege. Ich habe Nachschub für dich aus Takarigua. Bei Neptuns Bart, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm, darauf trinken wir ein. Du wirst noch mein neuer Lieblingskapitän, weißt du das? Sag nicht sowas. Sauber. 1000 Gold bekommen. Sauber, so muss das. Skillen kann ich auch noch nicht. Nee, warten wir noch ein bisschen. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein Schiff, das es in den Hafen schafft. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug zu Füßen gelegen. Ja, ja, aber was für Weiber, mit Sicherheit. Ja. Käse! Dann klauen wir irgendeinem armen Mann echt noch Käse. Ich schlafe erstmal bis heute, bis Mittag. Ist vielleicht wieder Tag. Also ist Tag auf jeden Fall, aber vielleicht hat es dann auch aufgehört zu regnen. Was gibt es denn hier so Schönes? Ah! Ich bin es irgendwie gewohnt, dass C ducken ist. Ich traue solchen Häusern immer nicht. Vielleicht kommt von irgendwoher einer. Boah, was machst du hier? So, ne, aber hier scheint nirgendwo einer zu sein. Oh, eine Karaffe. Und Proviant. Und ein Bett. Hier steht was. Jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählte der Hafenmeister seine Geschichte. Ein Gnom habe ihm im Schlaf seinen Flachmann gestohlen. Da er jedoch der Einzige war, der den Gnom gesehen haben will, wurde er nur belächelt. Aha, Gnome also. Ach Gott, gibt's die Viecher hier auch? Bah. Ich glaube, ich fahre... wo war das mit dem Affen? Man konnte sich hier doch irgendwie einen Affen geben lassen. Das war mit Sicherheit auf Takarigua. 100 pro. 100 pro war das auf Takarigua. Da gehe ich auf jeden Fall... Wenn ich es nicht vergesse, gehe ich da nochmal hin. So. Ich bin froh, wenn Captain Slane den Hafen wieder verlässt. Erst kommen keine Waren mehr aus Takarigua. Und jetzt kann man nicht... Oh, ich glaube, da oben gehe ich gleich auch mal gucken.
Ach so, das war da. Ah, okay, okay, okay. Gut, an der Stelle mache ich mal kurz einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Tschüss!